100 nach Thailand mit 29, wie alles begann. Ja, hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen, gut heute etwas bedeckten Thailand. Zum Glück nicht so heiß. Und im heutigen Livestream werde ich von A bis Z, sofern ich mich noch an die Details erinnern kann, weil es ist ja mittlerweile auch schon 9 Jahre her, als ich den Schritt gewagt habe und mein gewohntes Umfeld in Europa verlassen habe, wie im Titel bereits geschrieben, mit 29 und nach Thailand ausgewandert bin. Ja, ich werde im Livestream mal von A bis Z erzählen, was so mein Gedankengang war und ja, wie es dann auch losging. Es wird eine mehrteilige Serie ausgewandert nach Thailand mit 29. Also es wird nicht nur bei dem einen Video bzw. Livestream bleiben, sondern es werden hier noch weitere Teile folgen, wo ich halt so mehr oder weniger nicht täglich, zwischendurch auch mal ein anderes Thema, aber so im Großen und Ganzen die ganze Geschichte bzw. eben wie das Ganze vonstatten ging, euch mal ein bisschen erzählen werde, da ja der eine oder andere von euch auch mit dem Gedanken spielt, nach Thailand auszuwandern oder halt allgemein auszuwandern und dass ihr ein bisschen sehen könnt, wie das so bei mir gelaufen ist bzw. wie meine Planung war und was mich dann auch hier erwartet hat. Ja, hallo Hikaru und Hero Zero, Servus, auch wieder mit dabei, schön euch hier zu haben. Ja, also, ich denke, ja, wo soll ich beginnen? Es gibt eigentlich sehr, sehr viel zu erzählen. Jetzt sehe ich gerade meine Frau, die wird da heute ein bisschen, wie sagt man, so ein spezielles Mittel sprühen gegen Insekten auf ihren Blümchen. Aber natürlich alles biologisch, also nicht irgendwie irgendwelche Chemie. Sie hat extrem Freude an ihrem neuen Spielzeug. Mit Akku sogar. Marcel, hallo, Grüßli aus Vinti, ja, Grüßli aus Thailand. Gerd auch in der Haus, ja, hallo, da Monster Oms auch da. Ja, meine Frau natürlich mit ihrem neuen Spielzeug hier. Sie hat Freude. Allein. Steve, auch in der Haus. Passt. Ja, ihr habt gesehen, heutiges Thema, mal ein bisschen über das Auswandern sprechen, beziehungsweise eben wie bei mir alles begann. Habt ihr Papageien bei euch, wenn die Vögel so höre? Nein, keine Papageien, es sind einfach hier die wilden Vögel, von denen gibt es extrem viele hier überall. Mario Abnahm, ja. Ja, mit diesem Mittel wird sicher lustig. Du Mario, kann ich zur im Haus in... ich weiß, was du meinst, Gran Sativa. Nein, kannst du nicht. Du musst in eine staatliche Quarantäne. Hausquarantäne geht nicht. Also in ein Hotel, also eine alternative Quarantäne. ASQ heisst es in Thailand. Ganz normal. Hotel buchen auf der oder gemäß Quarantäneliste und dann kannst du dort rein. Aber Hausquarantäne ist nicht möglich. Gut, dann Bremer 53 auch wieder mit dabei. Super. Okay, wie gesagt oder wie ihr im Titel bereits gesehen habt, geht es mal um das Thema Auswandern bzw. wie bei mir alles begann. Das war ja auch so, ja, sagen wir mal, ein Großteil der Community hat das ja gewünscht. Gefragt, ja, kannst du mal erzählen, wie das Ganze ging, aber klar, in einem Livestream oder beziehungsweise auch in einem Video ist das ein bisschen unmöglich, die ganze Geschichte zu erzählen und deshalb werde ich hier mehrere Teile machen und heute ist der erste Teil eben genau, wie alles begonnen hat. Ja, ich war 29 Jahre alt, heute bin ich 38. Also 9 Jahre jetzt in Thailand, es waren im November 9 Jahre. Und also einfach 9 Jahre, seit ich die Schweiz verlassen habe. Und die Frage, die sich natürlich
gestellt. Wie habe ich das Ganze oder ja, wie bin ich es angegangen? Also es ist ja so, du arbeitest, du bezahlst Steuern, du hast in der Regel eine Wohnung, du hast vielleicht noch ein Fahrzeug etc. Und irgendwann dann überlegst du dir, ja, möchtest du mal eine Veränderung? Und das war bei mir dann eben mit 29 war das so, ja, der Fall, wo ich einfach gedacht habe, so, jetzt mal was anderes sehen, mal ein bisschen die Welt anschauen, mal im Ausland arbeiten. Und habe dann auch mit der Planung begonnen. Planung, ich kenne es so in Europa, also ich habe circa 8 Monate oder sogar vielleicht etwas länger habe ich gebraucht, um alles wirklich zu planen. Bei mir, also gut, eins muss ich noch vorne wegnehmen, ich hatte ja auch eine Arbeit, also ich hatte die Möglichkeit, in Thailand zu arbeiten. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn ich diese Option nicht gehabt hätte, im Süden Thailands auf einem Safari-Schiff, auf einem Tauchschiff, Tauchsafaris zu machen von Südthailand nach Myanmar, dann hätte ich wahrscheinlich die Schweiz auch nicht verlassen, denn ja, so einigermaßen Sicherheit wollte ich ja schon. Und das war eigentlich auch die Überlegung, dann in der Schweiz auch alles aufzugeben, alles zu verkaufen. Hallo Mischa, Mischa auch in der Haus, Thai Louis auch da, Robram 6 ebenfalls. Ja, irgendwann ja, wurde es dann ein bisschen konkreter und dann habe ich dann begonnen. Irgendwann kommt der erste Schritt, oder? Du beginnst mal deinen Arbeitsplatz aufzulösen, also eine Kündigung zu schreiben, also die Wohnung zu kündigen, Versicherungen zu kündigen, bei der Gemeinde etc. Steuern noch zu bezahlen, dass du nicht, wenn du weg bist, weil das ist das größte Problem, das ich hatte bei mir. Wenn du die Schweiz verlässt, dann zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch den Status Weltenbummler. Also ich habe eigentlich gar noch nicht gewusst, ob ich in Thailand bleiben werde oder nicht. Also das war einfach mal die erste Station, weil ich mir noch diverse andere Pläne oder andere Ziele vorgenommen hatte. Ein Ziel war ja zum Beispiel auch ein bisschen im Ausland für internationale Organisationen zu arbeiten. Und ja, also auf jeden Fall habe ich dann gekündigt, habe dann die Schweiz verlassen, das ganze Prozedere, bis ich alles gekündigt hatte und Vorbereitung bis zur Abreise, wie gesagt, etwa 9 Monate gedauert. Und dann einfach bei der Gemeinde auch Status Weltenbummler abgemeldet. Status Weltenbummler bedeutet eigentlich, dass du keinen festen Wohnsitz hast. Das kannst du oder konntest du vor 9 Jahren, ich weiß nicht, ob man das heute auch noch kann, aber vor 9 Jahren war das kein Problem. Und das ist eigentlich für Leute, die so 2-3 Jahre unterwegs sind und einfach nicht wissen, wo sie sich niederlassen werden oder ob sie nachher auch wieder zurückkommen. So dieser Status hatte ich. Ja, Steuern beglichen, alles gekündigt, wie gesagt, nach Thailand. Und dann bin ich in Thailand eingetroffen. Das war so, dass ich, wo bin ich gelandet? Ich war in Phuket. Ich bin auf Phuket gelandet und wurde dann bereits von meinem Arbeitgeber abgeholt. Und wurde dann, oder bin mit meinem Arbeitgeber Richtung Süden gefahren. Also nein, wir haben noch, glaube ich, eine Nacht haben wir noch auf Phuket verbracht. Und dann sind wir Richtung Süden gefahren. Hallo, Black Forever 56, auch in der Haus. Wer haben wir da noch? Was ist denn auch da? Und Tom Titom ebenfalls hier. Ludovico auch da. Hallo, Leute. Ja, und dann, wie gesagt, runter nach Koh Lanta auf die Insel. Dann haben die für mich bereits ein Bungalow gemietet, natürlich mit meinem Einverständnis, in der Nähe von meinem Arbeitsplatz. Und das war schon mal so der erste Schock, also Schock eigentlich, nein, es war kein Schock, sondern es war einfach eine Überraschung, wenn du da das erste Mal ja, so in so ein Bungalow kommst und es ist alles ziemlich schmutzig, nichts ist aufgeräumt, du hast die Jahresmiete bereits bezahlt. Das war auch ein Fehler, den würde ich heute nicht mehr machen, also das ist wichtig, Leute. Wenn ihr nach Thailand kommt, mietet nie für ein Jahr im Voraus gleich zu Beginn, weil der Bungalow war zwar zu Beginn nicht schlecht, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass dort so aggressive Gänse gibt, die einen den ganzen Tag angreifen.
Auf der Terrasse hatte ich jeden Abend, wenn es dunkel war, eine Kobra. War zwar auch normal, weil die lieben so die warmen Terrassenböden, vor allem am Abend. Und klar, die ging natürlich immer weg, wenn ich nach Hause kam, aber trotzdem. Ich hatte dann einen Einjahresvertrag, konnte dort nicht weg und wollte eigentlich dann etwas weiter nach Süden auf dieser Insel, wo es halt extrem schön war. Ja, und dann einen Tag später bereits im Office eingeschlagen, also in einer Tauchschule. Und dann ging es eigentlich nicht lange. Dann war schon die erste Ausfahrt mit dem Tauchschiff. Und dann habe ich 2 Jahre lang Liveaboard gemacht, also Tauchtouren. Und war der Guide auf dem Schiff, der verantwortlich war, mit noch 2 anderen zusammen, mit 2 Tauchlehrern. Für die ganze Tour, also Südteile und eben wie bis nach Myanmar, meistens auch Richtung Süden, aber meistens hoch nach Phuket, Similan Islands, alle Inseln vor Similan Islands, dann noch Richelieu Rock und, also so ein bisschen Andamanensee. Tauchen, 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 was das Zeug hält. Nein, was waren sie? Je nachdem, wenn die Leute die 10-Tages-Tour gebucht hatten, dann 9 Tage auf dem Schiff, tauchen, 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 dann zurück, 10. Tag, 1 Tag frei, Leute raus, also vom Boot runter, wieder aufrüsten, also Material rauf, Essen rauf, Verpflegung und dann am nächsten Tag die nächsten Leute, die nächsten Gäste wieder aufs Schiff und dann ging das Ganze wieder los. Ja, 2 Jahre. 2 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, vor allem wenn du immer tauchen, tauchen, tauchen tust. Gesundheitlich ging es noch, ich war ja erst 29, aber es ist schon eine massive Belastung. Ja, ich meine, klar, für viele ist es ein Traum, aber ja, wenn du es natürlich jeden Tag machst, irgendwann ist es auch, ja, hast du es auch gesehen. Ich hatte ja auch vorher schon viel getaucht, auch in der Schweiz, Eistauchen, Seetauchen und. Hab dann mit Thailand tauchen über 2500 Tauchgänge gemacht und irgendwann hatte ich dann auch ein bisschen die Schnauze voll und das hat 2 Jahre gedauert, bis es so weit war. Aber in diesen 2 Jahren gab es natürlich noch viele, viele andere, sondern wir sind ja nur während der Hochsaison raus, Nebensaison immer mit dem Speedboot von der Hauptinsel, also von Koh Lanta und haben dann dort Tauchtouren gemacht, also Kurztrips, Tagestrips. Das war cool, da hast du natürlich jeden Tag neue Leute gehabt, also teilweise auch dieselben, die eine oder 2 Wochen auf der Insel waren, ihren Tauchschein machen wollten etc. Und das war wirklich eine geile Sache und abends bist du dann jeweils mit den Touristen und in die Beachbars. Ihr kennt es, oder? Thailand, mega geil. Beachbar setzt du dich in den Sand dort auf so Kissen, dann hast du die Cocktails, Essen, alles mega günstig und Feuershows und genießt den Abend und das eigentlich fast jeden Abend. Also es war ein Traum und das ist auch das, was eben viele sagen, warum das Thailand so schön ist, weil du halt einfach gutes Einkommen ist nicht gut, das Einkommen ist sehr, sehr schlecht. Das war ein bisschen ein Schock für mich, aus der einkommensstarken Schweiz nach Thailand ausgewandert und dann ja, so knapp 1000 Euro gemacht pro Monat Einkommen hier, aber eben wie gesagt fast jeden Tag tauchen, tauchen, tauchen und ja, mit dem Geld. Also da musst du dich dann schon ein bisschen anpassen, weil ja, du kannst dir natürlich mit 1000 Euro hier in Thailand, also das war, wenn es gut lief, in der Hochsaison waren es 1000 Euro, sonst war es weniger. Jetzt habe ich da noch so eine nervige Fliege vor der Linse, jetzt ist sie weg. Ja, bist du beim Tauchen mal einem Hai begegnet? Ja, diversen Haien, Walhai, Leopardenhai. Mann, was macht jetzt die Fliege da? Wieso genau vor die Linse? Was habe ich gesagt? Walhai, Leopardenhai, Black Tip, White Tip. Dann, ja, was gab es da noch alles? Das waren so die ich meistens gesehen habe.
Ja, das war eigentlich so mehr oder weniger das Leben, also ums Tauchen herum auf der Insel. Klar, eben 2 Jahre, was man auch nicht vergessen darf. Und das ist ja das, was viele sagen. Ja, sie möchten gerne auf einer Insel leben in Thailand. Vor allem die beliebten Inseln sind ja Koh Samui, wobei, ja, das ist so eine große Insel, das ist schon was anderes. Koh Lanta ist zwar auch groß, aber bei weitem noch nicht so erschlossen wie Koh Samui, also noch viel, viel ruhiger. Und andere Inseln wie Koh Tao, Koh Phangan, das könnte man schon eher etwas vergleichen. Und das Problem ist halt, wenn du auf einer Insel lebst, die nur 4 Monate oder maximal 5 Monate im Jahr Touristen hat und sonst ist dort tote Hose. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn die Hauptsaison rum ist, dann gehen die meisten Thais wieder zurück zu ihren Familien aufs Land, also die verlassen die Insel. Die ganzen kleineren Hotels, die Bungalows etc., die gammeln vor sich hin, also man kann es nicht anders sagen, außer die großen, welche geöffnet haben, aber das sind in der Regel nicht so viele. Und wenn dann die nächste Hochsaison wieder startet, da kommen alle etwa einen Monat vor Saisonstart wieder auf die Insel und dann wird mal alles wieder renoviert. Also in der Regel da die ganzen Bungalows, da reißen sie einfach das alte Strohdach oder Palmendach runter und schmeißen wieder ein neues drauf und ein bisschen reinigen etc. und dann geht es wieder von vorne los. Wo bist du in Thailand? Jetzt in Chiang Mai, jetzt lebe ich in Chiang Mai, Thailand. Mario ist in Chiang Mai bei Hua Hin, genau. Danke, Tom, Thai Tom. So ein Faro gibt es da nicht bei mir. Ja, und dann... wo war ich jetzt? Ja, eben Low Season auf der Insel. Und Low Season auf der Insel ist... Das erste Jahr ist okay. Ich meine, klar, wenn du so viel arbeitest, dann ist es kein Problem, mal so eine Low Season auf der Insel zu sein und ein bisschen ja, ruhig das Leben genießen etc. Wobei das Problem ist halt auch, dass du in der Low Season, also vieles hat geschlossen, die ganzen Lebensmittelbuden, also da ist nicht viel geöffnet. Einige sind offen, aber ein Großteil hat zugemacht. Und eben wie gesagt, die meisten Leute haben die Insel verlassen. Und auch das Meer, das ist auch noch interessant, das ist Westküste, wenn dann der Monsun dreht, also wenn dann der Wind von Indonesien kommt, dann spült es auch immer den ganzen Abfall, und das sieht man halt nur in der Low Season, an die Küste, an die Westküste, beziehungsweise dort, wo ich war, auf dieser Insel. Und dann war das Meer extrem schmutzig, also voll von Plastik etc. Das war auch ganz übel. Und das ist auch noch interessant, vor der Hauptsaison, wenn dann der Monsun wieder dreht, wenn dann der Wind von der anderen Seite kommt, dann, und die Strömung dann natürlich auch wieder zurück, geht nach Indonesien, dann geht der ganze Schmutz wieder rüber nach Indonesien. Und die Strände sind mehr oder weniger schön sauber. Klar, die Hotels, die reinigen natürlich auch noch alles. Und dann, wenn die Leute kommen, sehen sie da die schönen Sandstrände von Thailand und, und. Aber in der Low Season sieht man eben leider dann auch, wie verschmutzt das eben das Meer bereits ist in der Region. Ja, also dann, wie gesagt, 2 Jahre. mal schauen, was ihr da noch schreibt. Jamot, ja, bei euch in Charm gibt es doch einen großen Angelpark. Kannst du was dazu sagen? Einen Angelpark? Nein, dazu kann ich nichts sagen. Eigentlich wollte ich heute angeln gehen. Heute wäre eigentlich ein Angelstream. Aber leider hat mein Freund abgesagt. Und deshalb müssen wir das verschieben. Aber wir wären jetzt nicht in einen Angelpark gegangen, sondern wir wären entweder zum Meer oder dann zu einem größeren See. Aber einen Angelpark sagt mir hier nichts. Hallo Tim, servus. Ich habe gerade nach Charm gegoogelt und man sieht direkt eine Swiss Sheep Farm. Ja genau, Swiss Sheep Farm, ja.
Die gibt es schon, das stimmt, ja. Ist das dein Haus? Ja, das ist unser Haus. Jamot düngt gerade. Ist er wieder am Kacken? Ah nein, er ist am Wasser drin. Oder sie, ist die eine sie. Hast du Tipps, wenn man nach Thai auswandern will? Ja, ja, habe ich schon. Die Frage ist... Ja, hast du eine konkrete Frage, Jean-Pierre? Du hast Riesenratten bei dir auf dem Grundstück. Das ist ein Hund. Da gibt's doch Santorini, dachte, das sei griechisch. Ja, Santorini alle ist der Wasserpark, ja. Santorini Wasserpark. Hast du eine Frau oder wieso unser Haus? Korrekt, ja. Hab eine Frau, bin mit einer Thai verheiratet. Okay, danke für die Auskunft, bin dabei beim Angler Livestream. Okay, ja, ist cool, ja. Ja, ich schaue eben, ich möchte unbedingt angeln gehen wieder einmal und eigentlich, wie gesagt, wäre für heute geplant gewesen. Mal schauen, wenn die Freunde können, wenn sie Zeit haben. Nächste Woche wahrscheinlich eher weniger, weil dann sind wir ziemlich oft unterwegs. Aber wird sicher noch irgendwann dazu kommen. Jamot, Hündchen frisst wieder die Wasserpflanzen. Okay. Ja, dann weiter mit Koh Lanta. Ja, zwei Jahre auf der Insel. Und einige fragen sich jetzt wahrscheinlich auch noch, ja, wie läuft das Ganze? Also ich komme jetzt auch mal auf die ganzen bürokratischen Dinge, die ich jetzt eigentlich noch nicht angesprochen habe. Also das Problem ist ja, wenn du nach Thailand auswandern möchtest, brauchst du ja ein Visum. Vor allem ein Langzeitvisum, damit du auch lange bleiben kannst. Und bei mir war es ja so, da ich Arbeit hatte bzw. arbeiten konnte, habe ich ein sogenanntes Business-Visum erhalten. Aber das ist auch nicht gerade einfach, weil du kriegst ein Business-Visum, das habe ich in der Schweiz erhalten, nachdem ich die ganzen Dokumente vom Arbeitgeber eingereicht habe. Bin dann in Thailand angekommen und das Erste, was du machen musst, ist dich um ein Langzeitvisum zu kümmern. Und Langzeitvisum, das kriegst du leider nicht so einfach. Also du musst dann auch wieder sehr, sehr viele Dokumente einreichen und du brauchst dann auch noch eine Arbeitsgenehmigung. Und da hast du 90 Tage Zeit, um die ganzen Dokumente einzureichen, damit du die Arbeitsgenehmigung und auch den Jahresaufenthalt kriegst. In der Lage war, die Dokumente zur Verfügung zu stellen, die ich benötigte. Also er hat immer gemeint, er hätte alles, was seiner Ansicht nach auch ja, korrekt war. Aber die Immigration hat immer gesagt, beziehungsweise das Labour Office, dass die Dokumente nicht vollständig sind und dass sie mir mit unvollständigen Dokumenten keine Aufenthaltsgenehmigung ausstellen können und auch keine Arbeitsgenehmigung. Ja, das war das Problem und dann hatte ich natürlich die Leute gefragt, du, was brauche ich da? Und niemand, also alle haben gesagt, du, das, was du bereits hast, das ist das, was normalerweise verlangt wird. Das ist eigentlich, also das ist korrekt. Aber die Immigration und das Labour Office, die wollten das einfach nicht akzeptieren. Und dann, dann bist du eigentlich mal das erste Mal mit, die größte Herausforderung ist schon Visum, vor allem wenn man noch nicht 50 ist. Stimmt, ja. Und genau in dieser Situation war ja bei mir dann auch, oder du meinst, du hast alles aufgegeben, du bist nach Thailand gegangen und hast dann festgestellt, dass die Behörden einfach, ja, ich sag's mal so, in diesem Fall war es Willkür, es war reine Willkür, weil die Dokumente, die waren alle korrekt. Aber es lief auf etwas anderes heraus, was ihr wahrscheinlich vermuten könnt, was dort genau verlangt wurde. Und das war natürlich auch immer das, was ich gesagt habe, oder Korruption selber, die unterstütze ich nicht. Aber es ist natürlich extrem aufwendig und es geht teilweise bis zum letzten Tag, also bis du ausreisen musst, lassen sie dich teilweise ja, bibbern, wie sagt man das auf Hochdeutsch. Ja, also sie geben dir einfach, sie machen dir klar, wenn du nicht bezahlen möchtest, also zu dieser Zeit war es so, heute ist es ja nicht mehr so, heute kriegst du das auch problemlos, ohne dass du die Korruption fördern musst. Aber zu dieser Zeit, vor 9 Jahren, war es wirklich so, wenn du nicht zahlen wolltest,
oder kein Angebot gemacht hast, dann musstest du einfach unten durch, oder? Und das war ja bei mir, war das dann auch lange so. Also ich habe wirklich gedacht, ich muss Thailand jetzt dann wieder verlassen. Ich habe schon einen Visa-Run geplant nach Malaysia, also schnell über die Grenze und wieder zurück, damit ich wieder weitere 90 Tage kriege mit dem Arbeitsvisum, damit ich dann das Ganze in Thailand nochmals angehen kann. Ja, zum Glück habe ich dann ein paar Thais kennengelernt, die mich da unterstützt haben. Und das ist auch das, was ich heute empfehle. Also ich muss sagen, hätte ich nicht die richtigen Thais kennengelernt, wäre ich heute nicht mehr da auf die Ausländer. Sorry, dass ich so sagen muss, aber auf die Ausländer konnte ich mich nicht verlassen. Viele, die ich kennengelernt habe, etc., die haben nur für sich selber geschaut und hatten eigentlich nicht wirklich Interesse, irgendwas zu machen und und. Die meisten haben keine Kohle gehabt oder waren knapp mit Kohle. Auch da, also wirklich ganz, ganz speziell. Und ich, wie gesagt, ich bin dann froh, ich habe zum Glück die richtigen Thais kennengelernt und die haben mir dann geholfen und haben dann eigentlich auch mehr oder weniger alles erledigt, sodass ich problemlos auch das Visum und die Arbeitsgenehmigung erhalten habe. Aber das ist wirklich ein Riesenproblem und da müsst ihr vorsichtig sein für diejenigen, die eben nach Thailand auswandern wollen und auf jemanden angewiesen sind. Das ist das Problem. Wenn du zum Beispiel als Arbeitnehmer bist du angewiesen, dass der Arbeitgeber dir die Dokumente zur Verfügung stellt, damit du dann eben auch ein Visum bekommst. Und wenn der nicht in der Lage ist, die Dokumente zur Verfügung zu stellen oder nicht helfen möchte oder weiß ich was oder einfach zu doof ist, weil das gibt es ja auch sehr viel, dass die Ausländer, vor allem im Tauchbusiness, sie suchen Arbeiter, sie suchen Leute, sie werben die aus Europa an, die Leute kommen und sie versprechen ihnen dann auch Visa, Arbeit, Gehalt und können dann in vielen Fällen das gar nicht einhalten. Und das ist dann ein Problem, wenn du dann hier bist und feststellst, ups, das ist ja alles gar nicht so, wie sie dir das Ganze versprochen haben und. Und dann plötzlich dir überlegen musst, ja, was mache ich jetzt? Wieder nach Hause oder irgendwie noch schauen, ob ich eine andere Alternative finde. So, mal schnell schauen, was ihr da schreibt. Heiraten, dann geht das mit dem Visum. Stimmt, heiraten ist eine Option. Aber du ja, aber muss natürlich schon auch die richtige finden, gell? Sonst bringt es absolut nichts. Weil, wenn du die falsche hast, dann kannst du auch nicht bleiben. Auch beim Heiratsvisum, die Frau muss jedes Jahr mit dir zur Immigration und muss bestätigen, dass ihr noch verheiratet seid und sie muss auch unterschreiben, dass du die Aufenthaltsgenehmigung bekommst. Ich möchte gar nicht arbeiten, nur in Frührente. Ja, das ist das Beste. Gut, das betrifft natürlich all die, die Kohle haben, gell? Aber es gibt natürlich auch Leute, junge Leute, die wollen nach Asien, die wollen nach Thailand oder eben sonst irgendwohin nach Südostasien. Und vielleicht haben sie auch schon jemanden kennengelernt, Freundin, Freund, und möchten mal eine Weile hier sein. Und dann ist natürlich Arbeiten schon eine Option. Aber es ist extrem schwierig. Also macht euch da keine falschen Hoffnungen. Arbeiten in Thailand bzw. Arbeit finden ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer und schlecht bezahlt. Und ich habe es ja vorher gesagt, auch bei mir, was waren es eben, wenn es gut lief, habe ich 1000 Euro bekommen. 1000 Euro pro Monat, aber so in der Regel waren es irgendwo 600-700. Und dann habe ich auch begonnen, weil ich ja Thais kennengelernt habe und dann auch die Sprache relativ schnell gelernt habe, auch noch nebenbei etwas zu arbeiten. Also ich habe in einer Travel Agency gearbeitet, also in so einem Reisebüro, als jeweils die Touristen angekommen sind. Das war irgendwie zweimal täglich, wenn das Boot angelegt hat, dann war ich in der Travel Agency und habe dort ja, den Touristen geholfen, Hotels zu finden, Roller zu finden, was noch alles, ja, Unterkünfte, das war eigentlich das meiste, oder irgendwelche Tagestrips und, weil ich halt der Einzige auf der Insel war oder der Einzige mit einer Arbeitsgenehmigung, der Deutsch, Französisch,
Englisch und etwas Thai sprechen konnte. Und ja, das war natürlich dann relativ locker dort, weil alle sind zu mir gekommen und durch das hat mein Arbeitgeber dort auch relativ viel, wie sagt man, Einnahmen gehabt, Umsatz gemacht. Und dort habe ich noch etwas verdient zusätzlich. Und irgendwann kam dann auch noch eine Investition, die ich getätigt habe. Ich habe dann auch noch in ein Guesthouse, ihr kennt es, wer macht es nicht, gell? Guesthäuser da in Thailand, sehr, sehr beliebt. Habe dann auch noch in ein Guesthouse investiert und habe nebenbei dann natürlich auch noch in meinem Guesthouse gearbeitet. Und diese drei Jobs zusammen haben dann eben auch, sagen wir mal, ein anständiges Gehalt war es nach wie vor nicht, aber ein Gehalt, mit dem man leben konnte auf der Insel. Also was kostet so ein Haus? Jo, da hast du Preise von 10.000 Euro hoch bis 300.000 Euro. Das Häuschen hinter mir, das hat 50.000 gekostet. Dann kann man, wenn man reich ist, auch so in Thailand bleiben. Ja, das kannst du. Das ist kein Problem mit dem Elite-Visum. Elite-Visum, das Visum kannst du kaufen, kostet 500.000 Baht, 5 Jahre. 10 Jahre kostet 1.000.000 Baht, also etwa 28.000 Euro für 10 Jahre. Kannst aber auch 20 Jahre haben für den gleichen Preis. Geht auch. Also die Kohle haben, die kaufen sich so ein Elite-Visum, dann kannst du hier bleiben, sorgenfrei. Wer ist die beste Option? Finde ich persönlich auch. Elite-Visa. Mario, der Angelpark in Charm ist direkt bei der Shooting Range in der Südstadt. Die wollte ich dir eh mal empfehlen. Die haben gute Auswahl und Preise mit integrierten Restaurants samt gutem Essen. Okay, ja, das wäre mal was für einen Stream dort. Muss ich mal hin. Wäre noch interessant. Ja. Angeln könnte ich auch bei mir, weil mein Teich ist ja voll mit Fisch. Mal schauen, ob die dort irgendwas haben, was ich nicht habe. Sonst mache ich hier mal Angelpark Myland Thailand und mache hier einen Stream, wenn ich dann in Zukunft hier die Fische rausziehe. Vermietest du Wohnungen? Nein, ich vermiete nix. Aber da gibt es so viel, was du mieten kannst, hier überall in Thailand. Zurzeit schmeißen die dir die Wohnungen etc. nach. Das ist wirklich, wirklich kein Problem. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Wo bin ich stehen geblieben? Da Steve. 1989 hatte ich als Backpacker eine Weltreise geplant. Erste Destination war Bangkok, Thailand. Hat dann meine Pläne total auf den Kopf gestellt. Bin 8 Monate in Südostasien hängen geblieben, hauptsächlich. In Thailand mit Borderon war das damals sehr easy. Die geilste Erfahrung, welche mein Leben im Positiven verändert hat. Absolut, bin ich absolut bei dir, war bei mir genau das Gleiche. Also ich habe ja gesagt, ich bin ja nach Thailand ausgewandert, weil ich hier Arbeit hatte. Bin aber vorgängig, ich bin ja auch bis 29, bin ich auch immer Urlaub etc., ist ja klar. Meistens immer USA. Ich ging immer in die USA. Ich war ein riesen Fan von den Staaten, vor allem so Westküste, Ostküste, da die Roadtrips etc. Geile Sache. Bin nur nach Thailand gegangen, weil ich Arbeit habe und hätte nie gedacht, dass ich jemals hier bleiben werde. Aber Thailand, boah, das war so extrem krasse Erfahrung. Ein Land, oder ja, du hörst einfach nichts. Du hast nirgends. Hörst du, wie geil das Leben in Thailand sein kann oder ist? Vor allem vor 9 Jahren, da war es hier wirklich noch Sodom und Gomorra, also ganz, ganz übelst geil, vor allem auf den Inseln. Und das hätte ich mir nie im Traum vorstellen können, dass das Leben hier so geil ist. Und niemand sagt dir das. Oder in Europa, wenn du die Glotze einschaltest, du siehst immer Hollywood-Films, ja, wie geil ist Amerika da, dies, das. Und wenn mal was über Thailand kommt, dann ist es nur der Sextourismus. Die zeigen immer nur das Gleiche. Immer Pattaya, Phuket, Boom Boom, fertig, etc. Aber alles andere zeigen die dir nie. Vielleicht, wenn du Glück hast, mal eine Full Moon Party. Aber Gott sei Dank gibt es ja YouTube. Da kannst du mal das richtige Thailand erleben. Und nicht nur immer das normale 0815 staatliche Fernsehen, die einfach ihre Einschaltquoten brauchen und nur immer über den Sextourismus berichten.
Und also ich war wirklich, wirklich erstaunt, überrascht, wie geil das Thailand ist. Und bei mir war es genau so wie bei Steve. Ich bin gekommen und geblieben. 9 Jahre, nie mehr. Also klar, um zu arbeiten zwischendurch wieder mal weg, aber seit 9 Jahren bin ich jetzt offiziell in Thailand. Also, was haben wir hier noch? Ich war schon 7 Mal in Thailand, würde gerne fix nach Thailand auswandern. Ja, dann ist ja diese Serie gerade was für dich. Vielleicht kommt noch was Interessantes, was du wissen musst oder sonst frag. Was kostet eine Reihe ungefähr? Du, Stückzahl, das ist eine schwierige Frage, weil das ist so unterschiedlich je nach Region. Bei mir findest du eine Reihe zwischen 900.000 Baht. Jetzt gerade aktuell gibt es Land für 900.000 Baht. Bis hoch zu 1,5, 2, 3 Millionen Baht, je nach Lage. Thailand ist ein Paradies, ja. Wie groß ist dein Grundstück? Mein Grundstück ist hier, das mit der Mauer rumherum, das ist 3200 Quadratmeter. Und gegenüber sind nochmals 1600 Quadratmeter. Jamat! Sie jagt wieder die Kaninchen. Und dann dieser unschuldige Blick. Aber wenigstens hört sie. Hört sie auf mich und kommt. Ja, ja. Stehen bleiben, gell? Ja. Die Natur, Einwohner, Essen, Ruhen. Ja. Ja, also ich muss sagen, die geilste Zeit hatte ich schon im Süden. Also ich mag, also ich würde jetzt sagen, junge Leute, die nach Thailand reisen oder auch mal eine Auszeit, ein Sabbatical, die sollten in den Süden. Gut, es gibt auch viele, die mögen Chiang Mai, Chiang Rai, den Norden. Auch so den Dschungel, das Dschungelfeeling, so Dschungeltrips etc. Auch eine geile Sache. Aber so richtig gut gefallen hat es mir im Süden. Das ganze Inselhopping, die schönen Inseln, Thai-Style, geiles Essen auf den Inseln, Beachpartys oder einfach nur, wenn du keine Partys willst, nächste Insel. Dort, wie bereits vorher erwähnt, an den Strand Feuershows schauen, Cocktails schlürfen, gut essen, Leute treffen, weil während der Hauptsaison kommen ja da so viele Ausländer, vor allem junge Leute, Backpacker, die durch Thailand reisen und da hast du mega Fun, das ist wirklich geil. Und jedes Mal während Vollmond reisen dann alle oder viele rüber an die Ostküste. Zur Full Moon Party, dort geht es dann richtig ab, oder ging es richtig ab, jetzt ist ja Corona, jetzt läuft gar nichts, aber wenn dann die ganze Corona oder das ganze Corona-Zeugs rum ist, dann denke ich, geht es dort auch wieder richtig los und das ist halt schon geil, das ist wirklich geil. Ja, und du kannst, also vor 9 Jahren, als ich hier eingeschlagen bin, du konntest machen, was du wolltest, wirklich. Da hat kein Mensch hat irgendwas gesagt. Außer wenn du irgendjemandem Leid zufügst. Das ist klar, dann hast du Probleme. Dann gehst du in eine Zelle, also wirst eingesperrt. Aber sonst konntest du machen, was du willst. Man hört und liest leider fast nur Negatives über Thailand in den Medien. Leider ja, leider ist der Sextourismus aber trotzdem real. Das ist so, der Sextourismus ist real, aber genauso real ist er in Deutschland, genauso real in der Schweiz, in Österreich. Seht ihr jeden Tag im Fernsehen oder wenn was kommt, über Deutschland wird ja auch nicht, oder zumindest hier in Thailand berichtet kein Mensch über die Reeperbahn oder was es da alles gibt in Deutschland. Interessiert hier niemanden. Aber wenn über Thailand berichtet wird, dann wird nur über das berichtet. Und wenn hier über Deutschland, Schweiz oder so berichtet wird, dann über die schönen Alpen in der Schweiz, dass Thailänder gerne in die Schweiz gehen, Asiaten im Allgemeinen etc., Deutschland auch und, und. Aber bei uns, da wird nur immer irgendwie der Schrott wird darüber gebracht, ja, weil es dann einfach Klicks gibt. Aber die schon mal da waren, die wissen halt, wie es wirklich ist. Und die anderen, die halt noch nie da waren, die glauben halt den ganzen Müll da, ja, von den staatlichen Medien etc. und denken, da drüben hier in Thailand ist nur alles Sextourismus. Diese Woche kam in Arte eine Doku über die Affen in Hua Hin. Ja, super, wenigstens mal was anderes. Wenigstens eine, auf die ich hört.
Ich habe aber auch schon schöne Berichte über Thailand gesehen, Kultur und Geschichte. Ja, Josef, ich glaube auch, es kommt immer mehr. Oder auch, wie heißt das da? Deutschland sucht den Superstar, oder? Oder war's das? Irgend sowas. Die waren doch auch in Thailand, oder? Also, ich meine, klar, jetzt in den letzten Jahren kommt schon, zeigen sie auch die schönen Seiten. Aber ja, Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel. Die waren ja auch, glaube ich, mehrmals in Thailand, mehrere Staffeln. Und dort haben die Leute dann schon auch mal gecheckt, um was es hier eigentlich geht, oder? Aber ich spreche jetzt eher von früher, also vor 9 Jahren, als ich ausgewandert bin. Ich meine, wenn du in der Schweiz gesagt hast, du wanderst nach Thailand aus, du hast nur gehört, du bist ein Sextourist. Du hast nur das gehört, von allen. Jeder hat gedacht, oh, du bist ein Sextourist. Und dann kommt mal einer und sagt, oh, ich war schon 5-6 Mal in Thailand, wunderschönes Land, bin von Norden nach Süden gereist und wieder zurück. Mega, mega geil, du wirst eine geile Zeit haben und. Und genau, der eine, der schon mal hier war, der hatte recht, der hatte absolut recht. Kann man irgendwo das Haus von innen sehen? Ja, ich habe eine ganze Serie auf YouTube bei Myland Thailand, Hausbau in Thailand oder unser Hausbau in Thailand. Dort sieht man das Haus auch von innen. Wie lange hat es gedauert, bis das Haus fertig gebaut war? 8 Monate. Koh Lipe ist ein Traum, hab mir da immer ein Boot gemietet und den ganzen Tag auf Entdeckung von Stränden, Einsamkeit, unglaublich. Habe ich auch gemacht, Jean-Pierre, habe ich auch gemacht, Koh Lipe. Auf der ganzen Welt ist er real, aber in Thailand gibt es wegen der Korruption mehr Möglichkeiten und es ist öffentlicher. Ja, wobei, gut, jetzt vielleicht langsam geht es wieder in die Richtung, wie es früher war hier, aber in den letzten 5 Jahren gab es da schon eine massive Verbesserung. Also an vielen Orten kannst du, also die Korruption verschwindet. Nicht überall ist natürlich klar, würde ich auch nie behaupten. Wäre dumm, sowas zu sagen, weil es gibt nach wie vor sehr viel. Aber bei uns jetzt, die meisten Ämter hier, Behörden hier, ist vorbei. Also nichts mehr mit Korruption. Thailand bietet für jeden etwas. Ja, Mario, das war Deutschland, sucht den Superstar, das war gute Werbung für Thailand. Wie lange wart ihr auf den Treffen? Wie lange wart ihr auf den Treffen? Meinst du gestern das Abonnententreffen, Community-Treffen? 3 Stunden, ja, ein bisschen länger, 4 Stunden, je nachdem, wann man eingetroffen ist. Ja, boah, doch noch heiß. Wo war ich? Wo bin ich stehen geblieben? Ja genau, wie so Thailand ist. Ja gut, das war so der Teil eben im Süden Thailands und ich habe ja gesagt, wenn ich euch wäre und ihr mal Thailand sehen möchtet, dann auf jeden Fall Richtung Süden. Richtung Süden würde ich, also klar Bangkok, viele landen in Bangkok oder auch Phuket, je nachdem, wohin man einen Direktflug hat. Aber dann würde ich schon sagen, nach der Großstadt, klar, wenn du in Bangkok bist, dann würde ich auch mal 2-3 Tage Bangkok noch anschauen. Ist auch ganz geil. Kommt auch ein bisschen darauf an, was du suchst. Wenn du Party willst, dann hast du in Bangkok extrem geile Partys. Wenn du Kultur möchtest oder die Stadt sehen, Fluss, Königspalast und, hammergeil. Also das sind Sachen, ey, also wirklich. Die Kultur hier ist so krass anders als von allem, was ich bis anhin gesehen habe oder in der Vergangenheit gesehen habe. Und du hast auch heute noch 9 Jahre Thailand und ich habe immer den Boah-Effekt, immer. Das Land ist so groß und die bauen überall so geile neue Tempel oder Anlagen oder Restaurants und weiß ich was alles. Einfach nur geil und meine Frau immer wieder, oh du komm, da müssen wir noch hin und dieser Tempel ist neu, haben wir noch nicht gesehen und diese Brücke da und ja, das ist krass, was die da alles bauen, ey. Wirklich, wirklich mega schön. Mario, in Deutschland reden die Leute leider nicht anders über Thailand. Viele, die in ihren Familien erzählen, dass sie zum Urlaub nach Thailand wollen müssen, sich das Gleiche anhören wie du. Ja, es ist so, es ist halt die Unwissenheit, oder? Darum, bei mir ist es auch so, also jemand, der noch nie in Thailand war, ja, wenn der über Thailand spricht, dann, ja,
da rein und da wieder raus, muss ich sagen. Ja, also Leute, die noch nie hier waren, die sollen es besser lassen, die sollen am besten gar nicht über das Land sprechen. Und für all diejenigen, die noch nie hier waren, gibt es nur eins. Unbedingt mal nach Thailand. Ich bin auch aus der Schweiz, mir ist egal, wenn die Leute sagen, ich gehe wegen dem Sextourismus. Die Leute haben einfach keine Ahnung. Ja, da hast du recht, das ist so, es ist tatsächlich so. Viele. Gut, eben die erste Frage muss sein, wenn jemand irgendwas sagt, ja, warst du schon mal in Thailand? Und wenn dann ein Nein kommt, dann ist auch klar. Jamot! Immer am Kaninchen jagen. Thailand ist ein Erlebnis oder ist Erlebnis pur, ja. Ja, die Abwechslung ist so krass, oder? Die Abwechslung hier ist so extrem krass. Ja, eben, wie gesagt, 9 Jahre hier und ich hab gemeint, ich war schon überall in Thailand. Also klar, ich bin rumgereist die ersten Jahre hier, hab alle größeren Städte, Dörfer hier gesehen. Aber auch heute, du, da kommen, vor allem wenn du halt als Tourist, wenn du kein Thailändisch kannst, etc. oder keine Thai-Freunde hast, dann gehst du immer an die gleichen Orte, an die Touristenorte. Oder wenn du im Internet schaust, das, das und das, dann gehst du dorthin. Aber wenn du die Thais dann einmal fragst, was es da alles gibt, oder mal irgendwo, wie ich jetzt, wenn du irgendwo lebst, an einem Ort, wie ich jetzt in Chaam, und dann halt keine Lust mehr hast, da jedes Mal weit, weit zu reisen, um irgendwas anzuschauen, und dann mal auf die Idee kommst, ja cool, komm, ich schau mal da ein bisschen in der Gegend rum, was es da alles gibt. Hey, da findest du Sachen. Tempel, Höhlen, Parks. Noch nie was gehört. Noch nie was gehört. Und immer super, mega geil, schöne Dinge. Jetzt hat vorher gerade wieder jemand geschrieben, Mario, kennst du den Fischpark da? Nein, noch nie gehört, muss ich mir auch mal reinziehen. Ja, da gibt's mittlerweile du so viele Dinge hier. Der Isan und der Norden Thailand ist auch einzigartig. Ich bin kreuz und quer gereist. Der Süden war schön, der Norden war für mich viel schöner. Ja, ist interessant. Viele mögen den Norden extrem gut, ja. Mein Favorit ist der Süden. Bin auch damals hier wegen der Arbeit hängen geblieben, ohne dass ich viel von Thailand kannte und wollte dann nicht mehr weg. Es geht allen gleich. Einsam an einem 4 Kilometer Strand zu sein, dieses Gefühl. Ja, eben, ich hatte das 2 Jahre auf der Insel im Süden, aber irgendwann musste ich weg. Es war mir dann, nach 2 Jahren war es mir zu langweilig. Da habe ich halt schon was gesucht, eben Hua Hin. Aber das ist dann, der nächste Stream wird dann sein, oder dort werde ich dann erzählen, wie ich die Insel verlassen habe und wo es dann hinging und noch ein paar Storys dazu. Aber ja, ich musste einfach an einen Ort, wo ich auch ein Kino habe, Shoppingzentren, Wakeparks. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch ein Kitesurfer, also ich bin auch heute noch Kitesurfer, aber Kiten, Wakeboarden, ja, halt einfach auch die großen Shoppingmalls mit den riesen Cinemas oben drin, wo du jeden Donnerstag den neuesten Blockbuster reinziehen konntest. Mittwochs jeweils irgendwie oder Montag bis Mittwoch hast du nur 3 Euro bezahlt für einen Film. Dann jeweils dort kein Mensch im Kino, nur irgendwie meistens 5 Leute und 3 Euro. Hammergeil, einfach wirklich. Also wenn ich heute noch in Hua Hin wäre, dann würde ich auch nach wie vor jeden Mittwoch, nicht Donnerstag Blockbuster, zahlst du mehr, aber wenn du Geld sparen willst, kannst du jeden Montag bis Mittwoch gehen, zahlst du nur irgendwie 3 Euro oder so. Und das hat mir halt schon auch gefehlt. Und vor allem auch genau das Allerwichtigste, Krankenhaus. Ich hatte mal einmal Dengue-Fieber auf der Insel, war krank, musste in eine Klinik dort und das zweite Mal hatte ich einen Motorradunfall. Und das war übel, dort sind wir von der einen Beachparty zur anderen gefahren und dann so eine Strandstraße runter, also so von der Hauptstraße eine Straße gerade runter ans Meer. Und dort war sehr speziell, ein Fahrzeug stand auf dieser Strandstraße, die war nicht so breit, vielleicht etwa 3 Meter oder so, stand ein Fahrzeug, Front gegen uns, Lichter waren angeschaltet. Und als wir an diesem Fahrzeug vorbeifuhren, mein Freund ist gefahren mit dem Roller
Es war ein Roller und ich saß hinten drauf. Genau in dem Moment, als wir das Fahrzeug passieren wollten, macht die Beifahrerin, eine junge Thailänderin, die Fahrzeugtüre auf und wir boom in die Fahrzeugtüre rein. Oh Mann, habe ich geflucht. Ich habe richtig geflucht dort, weil mein ganzes Knie war übelst offen. Also da kam wirklich nur Blut. Und ja, was machst du auf so einer Insel? Oder irgendwie morgens um 2 auf so einer Insel, Spital auf der anderen Seite, also Krankenhaus auf der anderen Seite der Insel, aber so ein richtiges Inselkrankenhaus, also ja, wo die Hühner noch rumlaufen im Krankenhaus, kein Witz, die Hühner waren im Krankenhaus unterwegs und da habe ich einfach gedacht, shit, ja, jetzt nachts darüber, wie soll das gehen, oder? Ja, und dann sind wir halt runter, wir waren ja schon fast am Strand, runter ins Meer rein, ins Salzwasser mit der offenen Wunde, war natürlich super geil. Ein bisschen desinfiziert, dann T-Shirt verrissen, ums Knie herum gewickelt, und dann in die Beachbar, dort wo wir hin wollten, eine Flasche Rum, Thai Rum, Seng Som heißt der, und dann einfach gluck, 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 die Schmerzen weggesoffen. Ja, und dann irgendwann, also nach Hause nicht mehr, also am Strand gepennt, bis zum nächsten Morgen, und dann am nächsten Morgen hat der Besitzer von der Bar uns ins Bungalow gebracht, also dort, wo ich gewohnt habe. Im Bungalow ein bisschen aufs Ohr, weil ich war wirklich voll zu. Und dann etwa 5-6 Stunden später aufgewacht, mega Schmerzen, oder? Und dann musste ich dann rüber aufs Land, also nach Krabi ins Krankenhaus. Alter Schwede, das war ein Erlebnis. Und ja, kleine Narbe habe ich heute noch. Aber nichts Spezielles, keine Blutvergiftung, nichts thailändischer Rum. Absolut das Beste für solche Dinge. Nein, Spaß beiseite, ihr müsst euch jetzt da nicht rum übers Knie leeren oder so und sagen, der Mario hat das gesagt. Ja, und das sind halt einfach so Dinge, eben, es war eine geile Zeit auf der Insel, wirklich hammergeil. Aber, und natürlich auch die ganzen Zwischenfälle. Das kann ich auch noch erzählen, gehört ja auch zum Auswandern. Ich hatte auf dieser Insel, in diesen 2 Jahren hatte ich 3 größere Zwischenfälle. Der eine, der war ein, ja, beginnen wir mit dem, das war ein Raubversuch, da auch abends. Also man muss dazu sagen, die Koh Lanta im oberen Teil, Saladan, so heißt der Hauptort, dort sind in der Regel die Touristen, bis runter Richtung Süden. Also das wurde dann von Jahr zu Jahr immer mehr bebaut. Und ganz, ganz im Süden unten leben die ärmeren Leute in Bambus, nicht in Bambus, in Blechhütten etc. Und dort hat man auch gesagt, ja, du solltest nachts, solltest du nicht runter in den Süden, außer bis zum letzten Strand, Kantiang Bay. Das war gut, also so mit Taxis etc. kein Problem. Aber noch weiter runter, da musste man schon etwas vorsichtig sein. Okay, und ich natürlich, ja, ich habe gesagt, ich habe nicht wirklich viel verdient. Hatte auch noch kein Motorrad zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich bin meistens bei Freunden hinten drauf gesessen. Die haben ja alle Motorräder, die Thais und. Und eines Abends wollte ich dann an eine Party, oder? Die Tauchschulen überall haben die Partys gehabt. An den verschiedenen Stränden, Beachbars etc. bin ich raus an die Straße, habe dort auf ein Taxi gewartet und dann, wie auch üblich in Thailand, hält ein Motorrad an und ein Typ, ein junger Thai, hat mich gefragt, ob ich mit ihm, also wohin ich muss, habe ich ihm gesagt, Monkey Bar, und ob ich mit ihm mitfahren möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Weil normalerweise, die sind wirklich, Thais sind so extrem freundlich und hilfsbereit, also nie schlechte Erfahrungen gemacht. Dann bin ich hinten aufs Motorrad, also auf den Roller, war ein Roller. Dann sind wir Richtung Süden runtergefahren und dann ist so etwa halber Weg, war es etwa auf der Insel, halber Weg Richtung Süden war diese Monkey Bar. Und dann habe ich schon gesehen, von Weitem, etwa 50, 100 Meter weiter vorne, auf der rechten Seite kommt die Monkey Bar. Habe ihm dann auf die Schulter geklopft, aber ich wusste auch, der weiß, wo es ist. Ich meine, jeder, der auf dieser Insel lebt, der weiß ganz genau, wo da die großen Bars oder Discos sind. Und habe ihm auf die Schulter geklopft, habe gezeigt, da vorne, und dann gibt der plötzlich Gas. Also wir waren, was war, vielleicht etwa mit 14, sagen wir 50 unterwegs oder so, und dann plötzlich,
als die Monkey Bar kam, hat er richtig, richtig Gas gegeben. Und dazu habe ich schon auch ein YouTube-Video gemacht. Und ja, dann ist er dort vorbeigedonnert und ich habe dann gewusst, oh shit, jetzt ist nicht mehr gut, irgendwas stimmt da nicht. Und konnte dann, habe dann von hinten unter seinen Armen nach vorne gegriffen und die Bremsen betätigt. Dann hat, klar, ich konnte das Motorrad runterbremsen bis zum Stillstand. Und dann hat der Typ plötzlich in seine Tasche gegriffen. Das Motorrad oder der Roller stand dann zum Glück schon. Dann bin ich nach hinten abgehüpft, also war ja kein Problem, es stand bereits. Und dann hat er ein Messer gezogen. Und ja, es war ein bisschen doof, weil, also von ihm natürlich, weil überall an der ganzen Straßenseite, da waren überall so kleine thailändische Restaurants, Bars etc. Also es hatte auch dort Leute. Und ich bin dann so langsam rückwärts gelaufen. Er ist nicht vom Motorrad abgestiegen, also er war auf dem Motorrad, hat einfach sein Messer gezeigt und wollte, dass ich wieder aufs Motorrad steige. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich zwar noch nicht sehr gut thailändisch, also ich weiß nicht genau, was er da alles gelabert hat, aber ich glaube, er wollte, dass ich wieder aufs Motorrad mich setze und oder auf den Roller und dann mit ihm runterfahre Richtung Süden. Keine Ahnung, was er mit mir dort unten gemacht hätte. Ja. Auf jeden Fall ja, bin ich dann zurückgelaufen, also rückwärts gelaufen und dann irgendwann hat er gemerkt, so bringt nichts und dann ist er davon gefahren. Das ist der eine Vorfall, den ich erlebt habe. Der zweite war gut, ja, das war eine Disco. Ich glaube, Marlin hat die Disco geheißen, für diejenigen, die auch mal auf Lanta waren. Das war so die Disco auf der Insel Marlin. Und dort, das war mega geil, das war auch so krass. Dort die ganzen Ladyboys, die Thai-Ladies, die Ausländer, war richtig geil. Die Partys dort immer mit Liveband. Und was halt immer gefährlich war dort, ist auch, wenn du irgendeine Frau angemacht hast oder mit der was hattest, die noch einen Thai-Freund hatte. Und eines Tages hat ein Ausländer, also keiner aus meiner Clique, hat da mit einem Typ, also mit einer Frau was gehabt und irgendwann kam dann der Typ rein ins Marlin, in die Disco, hat eine Knarre rausgenommen und ein paar Mal in die Decke geballert. Das war ein Vorfall, da sind natürlich sind wir alle rausgerannt, ist klar, als dort geschossen wurde, aber auch nichts, also nicht irgendwie auf Personen geschossen. Und der dritte, der war etwas verrückt, da gab es auf der Insel einen Markt, Der kam einmal im Jahr oder auch zweimal und der blieb etwa eine Woche lang, war so ein Trödelmarkt und ja, Essen, Haufen Zeugs, das man kaufen konnte und Kleider, bla bla bla. Die Leute natürlich dort auch, feucht, fröhlich, getrunken, Spaß gehabt und eines Tages, war glaube ich der dritte oder vierte Tag, sind wir gegenüber vom Markt gesessen bei einem Freund, der ein Kleidergeschäft hatte und dann kam ein Thai aus dem Markt raus, voll dicht, also wirklich betrunken und zieht eine Knarre und ja, zielt so mit der Knarre in der Gegend rum und die Leute schreien, rennen weg. Teilweise rennen sie weg, aber andere wiederum ganz cool, einfach dort stehen geblieben oder der Typ mit der Knarre zielt auf die, nichts gemacht, als wäre es normal und wir natürlich auch, wir runter auf den Boden, gell. Und dann ist er davon gelaufen und dann, als ich ihn nicht mehr gesehen habe, hast du noch ein paar Schüsse gehört. Also der hat wahrscheinlich dort auch im Suff etwas rumgeballert. Aber ja, also nicht irgendwie gehört, dass was geschehen ist in diesem Fall. Das waren so die drei Schlüsselerlebnisse, die ich hatte, 2 Jahre auf Koh Lanta. Und ich muss sagen, das waren eigentlich auch die drei schlimmsten Vorfälle, die ich erlebt habe in 9 Jahren Thailand. Nachher nur so ein paar Schlägereien immer wieder gesehen etc., aber nichts Spezielles. Vor allem nichts Krasses, eben also der Raubversuch dort bei mir oder was es auch immer war. Das war schon etwas speziell. Aber den Typ habe ich dann auch nie mehr gesehen. Und ich war dann auch noch eine längere Zeit auf dieser Insel, aber nie mehr gesehen. Hatte wohl zu viel Jabba auf dem Markt. Ja, wäre möglich, wäre möglich. Auf den Inseln ist es halt schon so, dass dort halt schon auch konsumiert wird. Das ist tatsächlich so. Es ist auch Polizei,
jetzt heute ist wahrscheinlich etwas anders. Also ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr unten gewesen auf Koh Lanta. Aber zu meiner Zeit, also dort konntest du sehen, Polizeistreife um Mitternacht oder so an der Hauptstraße entlang gefahren und die besoffenen Thais mit Motorrad, Slalom, haben sie noch das Polizeiauto überholt und also ganz, ganz üble Bilder, aber hat dort kein Mensch interessiert. Gut, die Verkehrsunfälle sind natürlich auch massiv, oder? Also auch bei uns, und das Problem ist auch, die meisten haben keine Versicherung. Also wenn irgendwas geschieht, du bleibst immer selber auf deinen Kosten sitzen. Bei mir ja auch, oder ich habe ja erzählt, gerade vorher, dass wir da in die Auto, also ins Auto reingefahren sind. Also die Frau öffnet die Türe, wir boom rein und die ganzen Kosten, das interessiert keiner. Da sagt es einfach sorry und fertig, Ende Feuer. Dann verlassen sie den Unfallort und tschüss und du musst selber schauen. Mario, wie sind deine Bedenken, dass wegen der Pandemie und der steigenden Armut der Einheimischen auch die Kriminalität steigen wird und die Hemmschwelle für Einbrüche in die Häuser sinken könnte? Gut, hast du Chamotl als Bodyguard? Ja, man hört zwar viel, es gibt einige, die sagen, die Kriminalität steigt, meine Frau auch, meine Frau sagt auch, meine Frau ist Thai, dass man schon etwas vorsichtiger sein muss. Aber gut, vom Hören sagen, News etc. auch. Aber ich persönlich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, aktuell hier, da wo ich bin, dass irgendwas nicht gut sein sollte. Es gibt viele Abzockerversuche in Thailand. Das fängt schon am Flughafen an. Wer als Tourist das erste Mal ankommt, sollte einiges beachten, zum Beispiel keine Taxis oder Minivan benutzen. Ich nutze den Stadtbus oder auch eine super Sache. Die Grab-Driver-App ist wie aber in Deutschland, da ist vorher schon klar, was man bezahlt und die Fahrer sind sehr freundlich und sprechen auch oft Englisch. Ja, das hat was. Das ist in ganz Asien so, nicht nur in Thailand. Es hat mich in Vietnam noch mehr gestresst. Die ganzen Preise der Taxifahrer, oder? Sie schalten zwar das Taximeter an, aber das ist so massiv manipuliert, also es bringt gar nichts, wenn sie es einschalten, weil der Zähler, der geht viel, viel schneller hoch, als er eigentlich sollte. Und gut, ich meine, für mich ist klar, gell, aber ich spüre das nicht mehr so wie ihr, weil ich lebe hier, oder? Und wenn ich ins Taxi steige und der Taxizähler zu schnell hochgeht, ich weiß mittlerweile genau, wie viel das es mich kostet von A nach B. Und ich sag teilweise auch gar nicht mehr, schalt den Taxizähler an, sondern ich sag gleich, von da nach da, ich bezahle 100 Baht, 3 Euro zum Beispiel. Wenn er Nein sagt, dann warte ich auf den Nächsten. Oder also ich verhandle immer einen Preis. Da, wo du wohnst, laufen da viele fremde Leute rum. Na ja, es gibt schon Leute, die rumfahren, vor allem auch Leute, die mich auf YouTube verfolgen. Da kommen auch immer der eine oder andere, der vielleicht mal mit dem Motorrad kommt, etc. vorbeifährt und. Aber das ist hier richtig Buschtelefon. Kennst du das Foto von Italien? Gab doch mal so ein Foto, das da in den sozialen Medien rumging. Ich brauche keine Alarmanlage oder keine Kameras. Oder nein, irgendwie ein Vergleich war es. Kameras in England, oder siehst du England überall Überwachungskameras. Und dann siehst du, und in Italien, und dann siehst du alle die Mamas, also die Großmütter oder die Mütter, auf der Terrasse oder auf dem Balkon stehen und rausschauen. Also so die Nachbarschaftswache oder also einfach, Die Leute, die Mamas, oder sie wissen, wenn jemand kommt, es wird immer geschaut, es ist immer jemand da. Hast du Streamzeiten? Jean-Pierre, nicht fixe, aber so in der Regel, ich versuche täglich oder jeden zweiten Tag, je nach Möglichkeit, um 16 Uhr Thailand und 10 Uhr Europa, immer so zwischen 10 Uhr und 11 Uhr versuche ich zu streamen, wenn es irgendwie geht. Ja, und in Thailand ist halt bei mir genau das Gleiche. Hier überall rundherum, wir wohnen zwar etwas auf dem Land, aber da hat so viele Bauern, Farmer, die
Ja, fast 24 Stunden. Wenn sie nicht auf dem Feld arbeiten, dann schlafen sie auch auf dem Feld in irgendeiner Hütte oder so. Das sind immer Leute da. Also es kommt hier keiner zum Haus, ohne dass ich es weiß. Ist unmöglich. Also jedes Mal, wenn wir nicht zu Hause sind, gut, wir haben auch einen Security, der jeweils vorbeischaut oder hier ist. Wenn wir jetzt länger weg sind, dann ist er hier. Aber jedes Mal, wenn die Leute, also wenn wir weg sind, dann kriegen wir ein WhatsApp oder so, du, irgendein Ausländer, ein Pharang, ist da gerade die Straße zu ihrem Haus gefahren, kennst du den, was macht er da, etc. Also ich erfahre alles, alles. Ein riesiger Vorteil hast du immer, wenn du mit einem thailändischen Partner unterwegs bist, dem du vertrauen kannst, das erspart einem viel Ärger und Kohle. Das stimmt. Absolut korrekt. Weißt du, wo man in Hua Hin gut gebrauchte Autos kaufen kann? Ja, also ist das Problem mit Autos, musst du vorsichtig sein. Da wird extrem viel gedreht, gemacht, getan. Ich würde, wenn ich dich wäre, schauen, dass du irgendwo bei einem größeren Händler oder sogar bei einer Partnergarage, also so da, was es alles gibt, Honda, was gibt es da alles in Thailand, Chevrolet, glaube ich, Honda, ja, einfach da, dort irgendwo, aber so ein Gebrauchtwagen, die kleineren sind eher etwas gefährlich, so ein großer, ein richtiger Händler, ich würde dort mal schauen, aber ich weiß jetzt gerade, ich kenne jetzt gerade keinen, den ich dir gleich empfehlen könnte. Wann zeigst du uns mal die Mädchen, wo nachts, abends immer laut Musik ist? Ja, habe ich, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich gestern gestreamt? Gestern war, ja gut, ja klar habe ich gestreamt oder vorgestern, aber das Problem ist, dass ich meistens ausschalte, bevor es dunkel wird und klar, hier geht's los. Also wann war gestern oder vorgestern, war jetzt nicht mehr sicher. Chamot! Oh, shit. Jetzt ist wieder ein Häschen ausgebrochen, ein Kaninchen. Oh Mann, oh Mann. Jetzt muss ich schnell mein Hündchen nehmen, reintun, sonst wird er da die Häschen jagen. Tönt sehr schweizerisch, wenn ja, aus welchem Kanton? Zürich ursprünglich, also Zürcher Oberländer. Also, jetzt muss schnell meine Frau rufen, damit sie da... Oh, wie konnte das Häschen ausbrechen? Das nervige kleine Häschen oder Kaninchen. Die sind einfach so klein, die kommen immer durch jedes Loch. Gestern warst du beim Treffen? Ja. Gestern war Abonnententreffen. War wirklich cool. Aber ich werde, sobald die Grenzen wieder offen sind, werde ich schauen, dass wir einmal im Monat irgendwas machen. Jui. Katai. Bei Leo. Tinun. Katai si kau. Chai. Gib mir deine. Rio mag. Chai, Toni tam Livestream. Toni gib mir deine. Ich küng chumong. Chai. Okay, ich lasse sie noch eine halbe Stunde rumrennen hier. Und dann nachher einfangen. Todi24, da musst du bei Barf einschauen. Hasefleisch ist yummy, ja. Ist yummy, aber wir werden sie nicht essen. Zu viele Tiere, wir haben einfach zu viele Tiere. Also es ist ein bisschen das Problem hier in Thailand. Jetzt haben wir ja eine Mauer, jetzt ist es ein bisschen besser, aber vorher, jedes Mal hast du irgendwie Babykätzchen oder Babyhäschen oder einfach irgendwas ums Haus. Also vor allem am Ort, wo ich vorher gewohnt habe, als wir das Haus hier gebaut haben oder das Haus gebaut wurde, konntest du am Morgen raus aus dem Haus und dann plötzlich hörst du unter der Treppe miau. Dann, was ist das jetzt wieder? Gehst du runter, irgendeine Babykatze, wieder ausgesetzt, okay. Was machst du?
wenn es die Frau sieht, dann ja, viel Spaß dann, oder? Dann heisst es, ja, wir können nichts machen, wir müssen sie zum Arzt bringen, wir müssen sie aufnehmen, hat keine Mama mehr und. Okay, gut, machen wir. 2-3 Monate später, miau, miau, gehst du wieder schauen, sind es plötzlich 2. Genau die gleiche Geschichte. Ja, und... Ja, jetzt ist es halt so, gell? Da hinten sind die Katzen. Hund, Katze, also gut, Hund, den habe ich gekauft. Kaninchen, genau das gleiche. Begonnen hat es mal mit einem Kaninchen, das abgegeben wurde. Dann habe ich Gefallen gekriegt, habe ich gesagt, gut, komm, wir machen ein Kaninchengehege da hinten. Das ist natürlich nichts Professionelles, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da das Schwarze da. Und dann hatten wir noch Leute da, die die Bäume gebracht haben, Bäume, die wir gekauft haben. Und die haben gesehen, dass wir ein Kaninchen haben. Und dann haben sie gefragt, ob sie ihr Kaninchen auch hier vorbeibringen können. Weil ja, sie haben so ein Kaninchen mit einem Krüppelfüßchen, Hinkebeinchen. Und dann haben sie das auch vorbeigebracht und plötzlich war das auch da. Und dann kamen dann noch 2 weitere, also dann jede Woche stand einer vor der Tür, irgendein Local, ein Thai, duck, 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 mit einem Kaninchen im Sack. Im Sack, oder? Das war auch so geil, einfach so ein Plastiksack, ein Kaninchen drin. Ja, wir haben dann noch ein Kaninchen, haben gehört, du hast da Land etc. und du magst Kaninchen. Und ja, und irgendwann haben sie sich dann natürlich auch vermehrt. Ja. Und jetzt haben wir halt Kaninchen. Also, ich habe natürlich auch ein paar schon wieder, wie sagt man, ausgewildert. Vor allem diejenigen, die aus der Wildnis kamen. Da haben wir ja auch einige gehabt. Also, die konntest du auch nicht einfangen. Das war extrem krass. Also, wenn da mal eins weg ist und das kleine Weiße, das jetzt weg ist, ich kann es euch schnell zeigen da drüben. Genau das Gleiche. Also, wie ich das wieder einfangen soll, keine Ahnung. Da hinten ist es. Das ist jetzt, was ist das, etwa 2 Monate alt. Oh, aber auch, Papa-Kaninchen ist so. Papa konnte ich schon nicht einfangen und die Kleine da, die ist die Hölle. Und wenn du die einfangen kannst, die quietscht, hey. Ganz übel, als würde man sie schlachten. Also die ist ganz übel und jetzt frisst sie mir dann gleich dort hinten. Die, was ist das dort hinten? Schon wieder vergessen. Ja, da überall hoppeln sie herum. Ja, vor ein paar Wochen, ja, oder Monate, ja, also eben auch 2 Monate oder so. Vor etwa 2 Monaten hatten wir da etwa 20 Kaninchen, die hier herumgehoppelt sind. Und das Problem ist ja, ich hätte nichts dagegen, die da hier herumhoppeln zu lassen. Aber ich habe dann auch irgendwann festgestellt, die machen mehr Schaden, als dass sie nützlich sind. Ich meine, sie fressen Gras, das wäre ja geil. Ich meine, alles kostenlos, brauchst kein Futter kaufen, nichts. Und sie scheißen auch oft und das ist Dünger für die Erde, ist ja auch nicht schlecht. Aber du kannst auch sehen, da überall die blauen Leitungen. Dort vorne hat es Stromkabel, geht zum Teich für die Pumpe und... Ja, sie finden es halt sehr, sehr cool, die Wasserleitungen, da die Gummileitungen durchzuknabbern und die Stromleitungen durchzuknabbern. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Aber das geht noch. Da habe ich auch eine Lösung gefunden. Da habe ich einfach Rohre drumherum gemacht. Ist aber auch keine gute Lösung, weil dann kommen die Schlangen. Dann hast du halt Schlangen, die nachher in den Rohren drin sind. Und das größte Problem, warum das die Kaninchen früher oder später weg müssen, ist meine Frau. Weil sie hat ja einen schönen Garten. Dort vorne, Blumengarten. Und die Kaninchen, die zerstören den natürlich. Vor allem die vielen, die wir vorher hatten, da vor ein paar Wochen. Die sind nachts zum Garten und haben alles zu Kleinholz verarbeitet. Die Blumen am Morgen alle... Das ist halt das große, auch Papaya, junge Papaya-Bäume oder junge Fruchtbäume, die gehen hin, die knabbern den Stamm durch und alles tot oder die zerstören alles. Habe ich so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Obwohl sie so viel Gras haben, sie gehen immer auf die jungen Bäumchen. Das ist doof. Ja. Deshalb werden sie nah dies nah ausgewildert. Klar, es gibt ein Kaninchen, das kann ich nicht auswildern. Das ist Hinkebeinchen, das kann ich nicht auswildern, weil das ist einfach nicht schnell genug. Wenn irgendein Fressfeind kommen würde, Hinkebeinchen hat keine Chance. Und dann ist nicht auswildern, weil die wird ziemlich schnell gefressen, wenn die rausgeht. Die wilden Hunde oder so, das wäre zu einfach. Aber die kleinen da, Alter, die kann ich kaum einfangen, das ist so schwierig. Meistens über eine Stunde, bis ich so ein kleines Kaninchen eingefangen habe. Und die haben natürlich draußen extrem gute Überlebenschancen. Und die graben auch innerhalb von wenigen Stunden, graben die bereits Röhren, Tunnels. Und Ja, so ist's. So ist's. So ist es hier. Gut, was habe ich noch? 39. Ja, da können wir noch ein bisschen quatschen. Ne? Ja, Freunde, fragt. Thema Auswandern. Heute, wie gesagt, der erste Teil. Noch auf der Insel etc. Im nächsten Stream oder im übernächsten Stream werde ich dann über den zweiten Teil sprechen. Eben wie gesagt, gibt es ja so eine Serie, wo ich alles erwähnen werde. Ja, war super gestern, viel besser als gedacht. Auch die Leute, die da waren. Ja, war also ich muss auch sagen, und die Community ist hammergeil. Also das Abo, das Community-Treffen gestern war der Hammer. Also ich war wirklich sehr begeistert und jetzt haben wir Dezember, Weihnachten, aber du so wahrscheinlich gegen Ende Januar werde ich wieder eins organisieren und dann mal schauen, wo, vielleicht mal noch an einem anderen Standort, damit die von etwas außerhalb kommen, nicht so weit fahren müssen. Kann man die Kaninchen mit einem Netz einfangen? Ja, man kann es versuchen, das geht schon, aber sie sind so schnell. Und gut, es ist ja auch gut. Die müssen ja auch schnell sein, weil sonst hätten sie in der Natur oder in der freien Wildbahn keine Chance. Aber es ist extrem schwierig. Ja, das kleine, schau. Was ist eine Empfehlung betreffend Startkapital Meilen in Thailand? Startkapital kommt darauf an, ob du... Ja gut, ich würde nur mieten. Ich würde empfehlen, nur zu mieten. Kommt darauf an, wie alt du bist, aber du brauchst eigentlich nur das Geld für das Visum. Oder wenn du Ü50 bist, dann das Rentnervisum. Da brauchst du 800.000 Baht wäre dann das Startkapital, damit du sicher immer das Visum bekommst. Und sonst, wenn du unter 50 bist, dann vielleicht ein Elite-Visum. Das wäre dann das Startkapital, damit du bleiben kannst. Danach brauchst du ein monatliches Einkommen oder wie überall. Oder du hast einfach so viel erspart, dass damit du jeden Monat etwa zwischen 1.000 bis 1.500 Euro zur Verfügung hast. Zum Leben, einfach zum Leben. Servus Mario, willst du nicht Staatsbürger werden, wenn man nur dann Land besitzen kann? Nee, ist zu kompliziert. Ich glaube nicht, dass ich die Anforderungen erfüllen werde. Was hast du für die Mauer bezahlt? Für die Mauer habe ich 450.000 Baht bezahlt. Und fürs Tor, das kann ich ganz schnell zeigen. Also es gibt natürlich bei der Mauer, da gibt es extrem viele Möglichkeiten, oder? Es gibt so die Panellen, die ich habe, oder da die langen Elemente, die Betonelemente, ist die günstigste Variante, die ich habe. Kannst du natürlich auch noch mit Verputz, aber auf keinen Fall verputzen, das habe ich jetzt auch gelernt, mach das nie, weil das fällt alles ab. Verputz ist extrem schlecht. Tor 50.000, glaube ich, so plus minus, ich habe es bei meiner Serie Unser Hausbau in Thailand habe ich detailliert alles gesagt, wie viel es gekostet hat. Auf YouTube findest du das. Aber etwa 50.000 für Tor da etc. mit Türe und 450.000
für die Mauer. Hallo Mario im Chat, hallo. Mario gibt von gestern noch ein Video und wie viele wart ihr denn? Hikaru, nein, Video gibt es keins. Ich habe nur auf Facebook ein paar Fotos gepostet. Wir waren total 35, also es waren etwa 20, die, sagen wir mal, von A bis Z geblieben sind, also die gekommen sind, mit uns am großen Tisch in der Mitte gesessen sind und bis zum Schluss geblieben sind. Und dann gab es sehr viele Leute, die sind gekommen, halbe Stunde etc. wieder gegangen. Einige, die sind nicht gekommen, um zu essen, die sind einfach gekommen, mal um Hallo zu sagen. Also alle, die gekommen und gegangen sind, waren 35. Mario, ja, im Video habe ich keins gemacht, Livestream auch nicht, weil nicht alle oder ein Teil nicht auf die Kamera wollte. Aber ich habe Fotos gemacht und habe es auf Facebook gepostet. Was ist denn dein monatliches Einkommen? Also mein Budget liegt bei zwischen, also so Maximum 50.000 Baht pro Monat gebe ich aus. Also das ist so mein Maximum, das ich ausgeben kann. Was sind das? Wie viele Euro sind das? 50.000 Baht. Irgendeiner wird es wahrscheinlich jetzt am Computer schnell ausrechnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Euro das sind. 1.300 vielleicht. Musik im Hintergrund. Ja, Musik hat es glaube ich auch gehabt. Bin ich nicht mal so sicher. Der Zaun ist ja so ziemlich lange. Ja, es sind eben 3.200 Quadratmeter Land. Kannst du ausrechnen. Ich glaube, die Mauer ist etwa 220 Meter, dann das Tor noch. Und die Mauer umfasst aber nicht das ganze Grundstück, weil auf der einen Seite ist noch etwas Platz für Fahrzeuge. Aber es sind, glaube ich, etwa 220. Jamot! Könnt ihr das hören? Ja, jetzt ist sie müde. Mal schauen, ob ich sie einfangen kann. Jetzt habe ich sie. Tada, das war ja Glück. Das ging schnell. Muss ich schnell ins Käfig tun. Hoppala. Okay, ja, Schwein gehabt. Dank dem Hündchen so schnell eingefangen. Schäferhündchen. Super. Also, was schreibt ihr da noch? Hallo Mario, meine Freundin hat endlich ein Haus zur Miete in Korat gefunden. Ein prima Haus zum Toppreis für ein Jahr im Voraus. Meine Frage, kann ich mich als Mieter mit eintragen lassen, als Fahrung? Also meinst du... Wie meinst du jetzt das genau als Mieter? Klar, du kannst ein Haus mieten, oder möchtest du ins Hausbuch eingetragen werden, ins Tobien Bahn? Geht auch. Also du musst, wenn du ins Hausbuch eingetragen, also wenn du ein gelbes Hausbuch möchtest für Ausländer, dann kannst du, wenn du die ganzen Dokumente besorgst, ich weiß jetzt nicht auswendig, was du da alles brauchst, aber geh zur Gemeinde und frag, welche Dokumente du benötigst für das gelbe Hausbuch, das Tabien Bahn, für Ausländer, und dann besorg die Dokumente, die verlangt werden. Und dann kriegst du ein eigenes Hausbuch für Ausländer, wo die Adresse dann drinsteht von dem Ort, wo deine Freundin lebt. Oder beziehungsweise deine Adresse in Thailand. Ich frage, weil ich auch bald anfange zu bauen. Okay. 1.500. Okay, hallo. Also das 1.500 Euro, 50.000 Baht. 1.500 Euro. Okay. Ja, eben, das ist mein Maximum, was ich ausgeben kann. Also
Es ist so, ich versuche natürlich nie die 1500 Euro zu erreichen und ich brauche es auch sehr, sehr selten. Gut, jetzt in letzter Zeit bin ich halt viel unterwegs, mache auch immer wieder mal Streams und Videos von draußen. Das kostet natürlich schon Geld, vor allem die Spritkosten etc. oder Essen, wenn ich irgendwie Videos mache übers Essen. Klar, normalerweise würde ich jetzt hier bei uns auf dem Land ist das Essen extrem günstig. Aber um auch ein bisschen Abwechslung zu haben im Content, gehst du natürlich auch zwischendurch mal etwas teurer essen und. Das kommt dann schon etwas. Oder schreibt, Günther schreibt 1372 Euro, okay. Ja. Ja, also 50.000 für meine Frau und mich, das ist für uns beide alles. Und das ist alles inklusive, also auch Versicherungen. Versicherungen, was haben wir noch? Auto, Treibstoff etc. Also du arbeitest da nicht? Nein, Todi, zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Bist du gerade in Thailand? Ja, bin in Thailand. You are a huge man. Not really, only 185. Ja, im Hausbuch, okay. Ja, ja, du brauchst besser, mach ein gelbes, mach ein Tabienbahn, ein gelbes für dich. Weil das gelbe Tabienbahn, das gelbe Hausbuch kannst du dann immer, wenn du Wohnort wechselst, kannst du dann immer wieder eintragen lassen. Aber um ehrlich zu sein, du brauchst es gar nicht. Das macht keinen Sinn. Wenn du nicht Besitzer eines Hauses bist, macht es keinen Sinn. Macht es wirklich keinen Sinn, ein Tabienbahn zu haben, weil heute, wenn du irgendwo was möchtest, brauchst du in der Regel von der Immigration eine Wohnsitzbescheinigung oder dass du eine Meldeadresse hast. Und auch mit dem gelben Tabienbahn gibt es sehr, sehr viele Gemeinden, Kommunen etc., die verlangen trotzdem von der Immigration dieses Schreiben. Also ich sehe aktuell den Nutzen von einem gelben Tabienbahn nicht mehr wirklich. Kommt ein bisschen darauf an, wo du bist, ob es dort noch akzeptiert wird, aber in den meisten Fällen, also bei uns, die wollen immer eine Wohnsitzbescheinigung von der Immigration, also musst du ja dann trotzdem zur Immigration und so ein Papier holen, wo drauf steht, kostet etwa 500 oder 600 Baht, wo du gemeldet bist, an welcher Adresse. Mario, kann man mit dem Militärbus als normaler Fahrgast auch mitfahren oder ist er nur für die Schulkinder? Ich glaube, es ist nur für die Schulkinder, ist der Schulbus. War es schwer, Thailändisch zu lernen? Ja, extrem schwer. Also extrem schwer, ich habe es ja nie richtig gelernt. Also ich war nie in der Schule. Ich habe es nur ein bisschen mit Online-Apps oder so da übers Internet gelernt. Einfach so, ja, ein paar Wörter und dann einfach hier mit den Leuten. Also mein Thai ist grammatikalisch bei weitem nicht korrekt. Also. Aber ich kann mich unterhalten, gut verständigen, kriege alles, was ich will, ob Behördengänge etc. Also von dem her, ich habe auch keine Motivation, noch besser Thai zu lernen, weil einfach alles geht. Also mein Thai ist so gut, dass die Leute mich verstehen, aber trotzdem nicht gut, dass ich jetzt am Arzt erklären kann, ob ich brauche jetzt das Medikament und ich habe jetzt irgendwie Probleme da, die, das. Also das könnte ich nicht, das ist so, so gut ist es dann wieder nicht. Rechnest du mit 50.000 Baht für euch zwei? Genau, für uns zwei. Ja. Aber du musst auch berücksichtigen, gell? Also ich bin 9 Jahre in Thailand und ich habe überall Thai-Preise. Also, wenn ich mit der Frau unterwegs bin, also wir sind jetzt auch nicht die, wir gehen nicht in ein Restaurant, wo wir für ein Som Tam, also ein Papayasalat, 150 Baht bezahlen, sondern wir gehen irgendwo hin, wo der Som Tam 20 bis 50 Baht kostet. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich bin einer von denen, der sagt, du, saubere Straßenküchen sind meistens genauso gut, wenn nicht besser, wie irgendwie ein Restaurant, wo du 200, 300 Baht bezahlst für ein thailändisches Gericht, was aber auch in einer Küche oder in einer Straßenküche zubereitet wird. Da musst du halt schon ein bisschen schauen. Also wenn ich jetzt jeden Tag, wie halt der eine oder andere Rentner, aber die haben halt auch eine feste Rente, gut essen gehe, also wirklich auch teuer essen gehe,
Das würde da nicht drin liegen. Aber mit 50.000 als Einzelperson kannst du hier super gut leben. Also meiner Meinung nach. Es gibt andere, die sagen, es reicht nicht. Aber für mich reichen 50.000 problemlos als Single. Aber jetzt, ich bin verheiratet. Hallo Mario, was kostet denn Non-Immigrant Visa für ein Jahr? Ich glaube 180. Was kostet das? Also das erste Mal in, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das in Europa kostet, wenn du ein Non-Immigrant beantragen möchtest, aber das kostet, nein, ich glaube, das günstigste, du machst das 3 Monate Non-Immigrant O in Europa, 3 Monate, weiß jetzt gar nicht, was es auswendig kostet, schau mal bei der Thai-Botschaft nach, dort steht's, und danach in Thailand wechselst du auf die Verlängerung, Extension of Stay, die Aufenthaltsgenehmigung, die kostet immer 1.900 Baht. Also immer wenn du zur Immigration gehst in Thailand und du brauchst eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Visum etc., kostet meistens immer 1.900 Baht, je nach Visa. Oder Aufenthaltsgenehmigung ist alles 1.900 Baht. In Surin ist es schon bald dunkel, ja, bei uns auch, Sonne geht unter. Siehst etwas müde aus heute. Wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ich bin raus. Guter Stream heute. Danke. Danke Black Forever 56. Ja, hast recht. Ich bin auch extrem müde. Viel los in letzter Zeit. Auch heute den ganzen Tag mehr oder weniger wieder da im Garten. Was gemacht? Mein Lieblingsessen ist Khao Soi. Khao Soi. Keine Ahnung, was das ist. Also Khao ist Reis, Soi. Ridest du auch zu anderen Streamern, Mario? Ja, ich würde, nur das Problem ist, ich bin auf dem IRL-Stream. Das heißt, ich kann über die App, wo ich hier bin, ich habe nur ein Handy. Ich kann nicht mit dem zweiten Handy irgendwas bedienen. Das Einzige, was ich hier machen kann, ich kann nur die Kommentare lesen. Ich kann nicht mal Kommentare schreiben, nichts. Das ist ein bisschen doof. Also ich bräuchte ein zweites Handy, damit ich irgendwas bedienen könnte. Freue mich schon, wenn du mal wieder in einer Straßenküche ein Rotti isst oder ein Mandarinensaft trinkst. Ja, ich weiß. Ich möchte ja eigentlich schon wieder ein IRL-Stream von draußen machen. Heute wollte ich eigentlich fischen gehen, aber da hat der Freund abgesagt, er ist zu müde, geht heute nicht raus, will ein bisschen relaxen. Morgen mal schauen, ob ich es morgen raus schaffe. Ja, im Moment haben wir einfach viel zu tun hier im Garten. Ich weiß nicht, ob ich sehen könnte. Da jetzt da, wo Chamotte ist, da die ganze Netze. Ich muss überall Netze machen und Wasserleitungen legen. Ich habe da vorne alles neu gelegt heute, weil es schaut so aus, als beginnt bei uns jetzt dann die Trockenzeit. Und ja, kein Regen mehr. Und darum muss man bewässern. Und wie lange wird das dann verlängert, das Non-Immigrant O? Immer ein Jahr. Das kannst du jedes Jahr um ein weiteres Jahr verlängern. Was glaubst du, wird die Quarantäne bald heruntergesetzt? Nein, glaube ich nicht. Die Quarantäne wird bleiben, bis man wieder normal einreisen kann. Ein Rotti, okay, ja, Rotti, ja, auf jeden Fall, wenn ich mal einen sehe, auf jeden Fall. Ja, mal schauen, vielleicht. Ich will nichts versprechen, sonst seid ihr enttäuscht. Aber vielleicht morgen. Ja, nein, morgen kann ich auch nicht. Wisst ihr, das Problem, das ich habe, ist wegen der Zeitverschiebung. Oder morgen Sonntag habe ich auf YouTube immer Livestream. Das ist ja gebucht. Immer 11 Uhr Europa habe ich Livestream auf YouTube. Und das ist ja bei uns in Thailand 16 Uhr. Also morgen kann ich auch nicht an den Strand. Ich kann schon an den Strand, aber wenn ich an den Strand gehe, morgen, bei uns in Thailand, morgen ist bei euch noch Nacht. Oder das bedeutet dann, wenn ich morgen streame, am Morgen am Strand, dann pennt ihr noch alle. Also macht es keinen Sinn. Deshalb, ich kann nur
streamen, damit ihr auch mit dabei seid, wenn bei uns Abend ist in Thailand. Und deshalb, ja, morgen wird das nicht möglich sein, weil ich morgen ja auf YouTube den Stream habe, aber nächste Woche dann sicher wieder. Ah, Khao Soi Spezialität aus Chiang Mai. Ne, Currysuppe mit Chicken und Nudeln. Okay, interessant. Weil Pippo ist gerade online gegangen und ich denke, du machst nicht mehr lange. Ja, stimmt, das wäre eine Option. Das ist doof. Ich muss mal schauen, ob ich dem Admin die Rechte geben kann, damit der reiten kann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ein zweites Handy kaufen. Gibt es in diesen Straßenküchen auch Yarak Spezial? Yarak, was ist Yarak? Sagt mir jetzt gerade nichts. Yarak Spezial. Irgendein Gericht wahrscheinlich, hä? Ja. Mario, kannst du uns nochmals den Teich mit den vielen Lotusblüten zeigen? Ja, wobei die siehst du jetzt nicht mehr, weil die Sonne ist weg. Das heißt, die Lotusblumen gehen schlafen. Ist auf Türkisch. Ah, okay. Hä? Oder kaufst dir ein billiges Phone, dann hast du mehr Kontrolle. Ja, aber ich bräuchte, weißt du, ein Phone alleine nützt mir ja nichts. Ich müsste ja dann auch, wenn ich dann streame, jedes Mal die Hände voll oder ein Phone da, eins da, ist für unterwegs etwas umständlich. Und so richtig Streaming-Gear, weißt du, so Rucksack etc., habe ich in Thailand noch nicht gefunden. Aber das kommt dann vielleicht alles mal mit der Zeit, aber jetzt zur Zeit. Zurzeit weiß ich noch nicht. Also, da, Steve, da der Lotussee, wobei eben du siehst, die Lotus, die sind jetzt alle zu. Die kommen nur, wenn die Sonne scheint. Da hinten sind jetzt einfach nur Stängel. Vorher hat man sie noch gesehen, als ich den Stream gestartet habe, hast du sie wahrscheinlich gesehen, gell? Aber jetzt wird es bei uns dunkel, jetzt ist Sonnenuntergang, das geht relativ schnell jetzt. Mit dem Streamen täuscht du dich, die Leute schalten auch um 3 Uhr nachts ein, mitteleuropäische Zeit. Okay, interessant. Sind halt nicht alle, aber doch einige. Okay, super, ja gut, dann kann ich es mal ausprobieren. Aber ich habe jetzt gedacht, ihr wollt auch live mit dabei sein, oder? Oder seid ihr alle wach? Pennt ihr nicht um morgens um 3? Aber für mich kein Problem, du, wenn ihr möchtet, dass ich nachts um 3 Uhr in Europa streame, das wäre für mich hier die beste Zeit, weil ich bin meistens morgens unterwegs, mittags, oder? Dann gehe ich draußen essen oder Strand oder einkaufen oder zu den Märkten etc. Sehr schön, danke, liebe diese Blumen. Wann gibt es die ersten Bananen? Ich glaube, das dauert noch eine Weile, weil jetzt kommt die Trockenzeit und... Ich denke, so richtig los mit den ersten Früchten geht es hier erst nächste Regenzeit. Also Juni, Juli, August. Vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Also einige haben schon Früchte. Also so kleine. Was haben wir? Die Beeren, die habe ich schon mal in einem Stream gegessen. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Aber die Kokosnüsse, die hatten auch, also die Palmen hatten auch Kokosnüsse. Wobei ich habe die. Stirbleise 69, vielen Dank für den Sub, geiles Sieg, Ehrenmann, Dankeschön. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem, dass wahrscheinlich alle Früchte zusammenkommen werden. Alles. Nein, jetzt ist schon wieder ein Hase raus, ey Mann, ey, mach mich nicht anders, ey Scheiße. Wieso kommen die alle raus heute? Immer wenn ich streame, kommen die Kaninchen raus. Ach. Ja, komm, schauen wir es uns an, ey. Das wird wieder lustig und die Kleine jagt sie schon wieder, ey. Alter Schwede, wo sind sie da? Ja, da, yeah. Könnt ihr, da. Ach du heilige Scheiße, immer kommen die Kaninchen raus. Wie kommen die raus?
So, jetzt muss ich. Wahrscheinlich muss ich die noch einfangen, bevor es dunkel wird. Ja, da komm. Ja, gut. Also die Kaninchen wollen ins Fernsehen. Ja, es ist echt doof. Es wird Zeit, dass ich sie auswildere. Es wird Zeit, weil das Problem ist, wie gesagt, die kannst du fast nicht einfangen. Die sind so schnell. Die sind so schnell, immer haut wieder eins ab. Und wenn es meine Frau sieht, die steht hinter mir, dann wird sie sauer. Weil die fressen ihren Garten. Ja, es ist Zeit, dass ich sie langsam rauswildere. Gut. Ja, Leute. Mein Akku ist alle. Oder bald. Hi, ist das der Hasenbraten für Heiligabend? Ja, also. ich esse keine Kaninchen, aber mittlerweile. Oh, die nerven extrem. Jedes Mal, wenn ich streame, oder nicht jedes Mal, aber oft, vor allem in letzter Zeit, brechen die aus. Die brechen aus, die Kleinen. Ja, egal. Okay, Leute, ich muss leider Schluss machen. Akku ist fertig. Und mal schauen, vielleicht Sonntag, morgen, ob ich auf YouTube streame. Ja, morgen vielleicht. Ja, mal gucken, ob ich morgen noch einen kurzen Stream reinhaue hier auf Twitch. Wäre theoretisch möglich. Okay, Leute, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns bald wieder. Grüße aus dem wunderschönen Thailand.